Ich grüße euch, sehr geehrte Yogis und Yoga-Interessierte. In diesem Video wollte ich auf ein kleines Thema eingehen, welches immer wieder so ein bisschen auftaucht, vor allem von den potenziellen Teilnehmern vielleicht irgendwo unserer Kurse und Veranstaltungen, weil manche denken, dass wir gewisse Veranstaltungen wie zum Beispiel die Vipassana kostenlos anbieten sollten. Ich frage mich, wie die Leute überhaupt drauf kommen, dass es überhaupt kostenlos gibt und kostenlos angeboten wird. Die stützen sich dabei auf die Goenka-Methode, die angeblich 0 Euro kostet für die 10 Tage. Ich frage mich dann, wo diese Veranstaltung stattfindet, wenn sie 0 Euro kostet. Irgendwo auf einer Wiese unter freiem Himmel oder irgendwo im Wald. Oder die zweite Frage, was die Leute dort zu essen bekommen. Ernähren sie sich von Luft dort und vom Wasser aus dem Bach? Und wo gehen sie dann auf die Toilette und machen ihre Morgenprozeduren und derartiges? Also jede Veranstaltung, ob sie jetzt 0 Euro kostet oder 20.000 Euro kostet, bedarf einer gewissen Infrastruktur. Das heißt, es muss eine Einrichtung dafür erstmal da sein. Es muss Leute geben, die diese Einrichtung bauen. Ein Haus, Tempel, Seminarraum, Retreatzentrum. Dann muss es Leute geben, die das Ganze natürlich mit Strom und fließend Wasser versorgen. Und dann muss es auch Leute geben, die sich um die Gruppe kümmern, die Meditationen leiten, die das Ganze auch erstmal organisieren. Es muss Leute geben, die dann in der Küche für die Verpflegung sorgen, Leute, die das Ganze dann einkaufen und zum Zentrum bringen. Und es muss auch Leute geben, die quasi für die Zimmer oder Stuben verantwortlich sind, die halt die Bettwäsche vorbereiten, die Bettwäsche dann auch pflegen und waschen, die dann hinterher aufräumen. Und ich frage mich dann, wenn ein Retreat 0 Euro kosten sollte, wer für die ganzen Versorgungen, für die ganzen Einrichtungen zahlen soll oder wie das überhaupt entstehen soll. Soll das vom Himmel runterfallen? Die Yoga-Lehrer, die das Ganze veranstalten und die Versorgungsmannschaft. Also kaum jemand in Deutschland macht irgendwas für umsonst oder für Karma-Yoga. Da bin ich viel zu tief in dieser Materie. Und ich weiß, wie es in Deutschland ist, im Vergleich zu anderen Ländern. Andererseits ist es auch so, wenn man etwas Kostenloses anbietet, was wir auch schon sehr oft gemacht haben in der Vergangenheit, die Leute darin gar keinen Wert sehen. Das ist leider so, weil unser Verstand es gewohnt ist, alles mit einer Geldsumme zu bewerten. Und je teurer etwas ist, desto mehr Wert legen wir darauf. Und wenn etwas 0 Euro kostet, ein Workshop, Seminar, dann können die Leute es gar nicht wertschätzen zum einen. Zum anderen können sie auch gar nicht einschätzen, welche Arbeit dahinter steckt, welche Vorbereitung dahinter steht. Vielleicht jahrelange Praxis eines Yoga-Lehrers und ewige Reisen durch die ganze Welt, um dieses Wissen zu finden, um die Meister zu finden. Das Suchen nach Literatur und das Lesen, das Praktizieren und Ausprobieren dieser Techniken, die man dann an die Leute weitergibt. Deshalb habe ich es für mich mittlerweile so geregelt, dass unsere Veranstaltungen einen angemessenen Preis haben. Die sind nicht überteuert. Ich vergleiche auch immer wieder, für wie viel Geld andere ähnliche Veranstaltungen angeboten werden. Deshalb sehe ich das als sinnlos, mich darüber aufzuklären, dass es jemand anders günstiger macht oder für 0 Euro macht, weil ich da auch besonderen Wert drauf lege auf meine Veranstaltungen und auf die individuelle Betreuung der Leute. Und das kann nicht umsonst geschehen, weil alles,
im Universum einen gewissen Wert hat und wertgeschätzt werden muss und vor allem geistige und spirituelle Praktiken. Genau, das waren meine Gedanken für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und mir zugehört habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auf unserem YouTube-Kanal oder auf anderen sozialen Netzwerken wieder oder sogar in unserem Yoga-Studio bei den Präsenzkursen. Dankeschön und auf Wiedersehen.